Christian Wesemann hat sich ein schwieriges Gelände ausgesucht. Der AfD-Landtagskandidat will auf einem Supermarktparkplatz in Rochlitz für sich werben. Nur auf diesem Privatgrundstück will er, ungefragt, nicht allzu offensiv wahlkämpfen. Mancher Versuch scheitert, trotz Köder. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich Ihnen einen Chip geben? Kostenlos natürlich, ja. Geschenkt. Ja. Und weswegen? Ich bin von der AfD. Aha. Von der Partei, genau. Ja. Wenn Sie mal gerne die Wahlwerbung durchlesen, brauchen ja bloß durchlesen. Ja, Regierungsbürger. Ja. Schönen Tag trotzdem noch. Bei anderen Einkäufern hat der Physik- und Mathe-Oberschullehrer mehr Erfolg. Bildungspolitik ist eines der Themen von Christian Wesemann. Er tritt an für mehr Frontalunterricht, mehr Mathe- und Sportstunden und härtere Zulassungsvoraussetzungen für das Gymnasium. Lehrerwille soll hier Elternwillen schlagen, heißt, die Bildungsempfehlung soll wieder verpflichtend sein. Sogenannte Helikoptereltern wollen, dass das Kind letztendlich die beste Ausbildung bekommt. Bloß es bringt ja auch keinen was, wenn das dann irgendwo verwässert wird. Und wenn dann das Kind das Abitur bekommt, es eigentlich theoretisch nicht in der Lage ist, letztendlich studieren zu können, um dann im Berufsleben komplett unzufrieden zu sein. Auf zum nächsten Termin in Mittelsachsen, dann abends in Klausnitz. Christian Wesemann hat zum Bürgergespräch im Roten Hirsch eingeladen. Er gehört zu denen, die Björn Höcke gut finden. Geht auch ab und an zu Pegida und Zitat, findet die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte identitäre Bewegung okay. An deren These vom politisch organisierten Bevölkerungsaustausch, die auch von anderen Rechtsextremen verbreitet wird, glaubt er. Den Eindruck habe ich trotz alledem auch, dass es gewollt ist. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Zweiter Weltkrieg, Reparationszahlung, ob da die Amerikaner letztendlich mit eine Rolle spielen. Da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster heraus. Deswegen will ich auch dann letztendlich im Landtag einziehen, um dann dahingehend auch mehr Kompetenzen zu erlangen. Im Gasthof bekennt sich Christian Wesemann klar zur AfD-Partnerschaft mit Pegida. Die Parteimitglieder, Sympathisanten und Zuhörer klatschen dafür. Ein Heimspiel für Christian Wesemann.